Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wir haben jetzt irgendwie Freitagabend, irgendwie 21.11 Uhr und muss heute schon aufnehmen, weil ich das Wochenende komplett dicht bin. Und es kam, wir wollen mal eben kurz, wohin muss ich denn? Mann, das ist aber verschachtelt hier. Ich wollte doch... Hier kannst du dich aber auch wirklich verlaufen, oder? Hier muss ich hin, ne? Genau, verdammt, ist das Feuer wieder an. Aber okay, da kommen wir vielleicht auch so rüber. So, vielen lieben Dank an Castana, Drakon, Jan Morabito, der kleine Todesschatten von nebenan. Ich liebe dein Avatar. Daniel Carter für den Hinweis, Katzenbild mitnehmen. So, natürlich wollte ich das Katzenbild mitnehmen. Ja, irgendwie ganz vergessen. War so viele Neues hier. Und dann kam noch, da muss ich auf den Rückweg dran denken, auch nochmal von Jan Morabito, von Vanks und von GamerLP. Der Hinweis hier in dem Schweißraum, da habe ich noch wohl einen Datendownload übersehen. Da muss ich auch nochmal hin. Aber ich gehe jetzt erstmal hier weiter. So, und wir wollten die Sporttasche aufnehmen, ne? Das ist ja doof. Aber das ist nicht so schlimm. Dann können wir ja erstmal was trinken hier. So. Das und... Ach komm, was soll's. So. Inventar voll. Okay, diese Tasche braucht viel mehr Plätze. Was brauchen wir denn hier mal nicht? Wir brauchen eigentlich... Ja, okay, gut. Essen und Trinken könnte man auch wegwerfen. Transport Land Own Poster. Von Rest möchte ich jetzt gar nicht so viel wegschmeißen. Gut, die zweite O2-Flasche, die könnte ich wegpacken. Ne? Die war jetzt nicht so teuer. Und ich habe ja auch nicht vor, jetzt noch so viel zu tauchen. Ich würde sagen, wir schmeißen die Sauerstoffflasche weg. Weil die ist verschmerzbar. So, was mache ich denn mit dieser Gepäcktasche? Was kann ich, das ist doch nur optisch, oder? Ich kann da nichts reinpacken, ne? In die Gepäcktasche. Die ist nur optisch. Egal. Da bin ich auch für zu haben. Für optischen Schnickschnack bin ich auch zu haben. Nanu, kann ich hier nicht? Doch, kann ich. Alles klar. Gucken wir uns gleich an. Da geht's nicht rein. Ah, hier ist auch nochmal verschlossen. Dann gucken wir uns doch mal eben unsere Datenbank-Downloads an. Codes. Sweet Offer. Ah, ach so, das habe ich noch gar nicht gelesen. From Huggins an Wilkins. Okay, du willst mir wirklich erzählen, dass du innerhalb von den 13 Monaten, die wir jetzt hier sind, irgendwie niemals irgendwie einen Ausflug nach draußen unternommen hast. We've got yourself insider. Well, now you've got yourself an insider. We've played. Get nothing done. Okay, der scheint wohl der Roboterfachmann zu sein. Well, now you've got yourself. Ja, er scheint der Roboterfachmann zu sein. We've played, got nothing to do. Sie haben nichts zu tun, bis sie an der Starside, an der. Raketenabschussrampe oder sowas sind und wollen an irgendeinem Tor arbeiten. Okay, also bis dahin haben sie nichts zu tun. You want to get on the... Okay, arbeitet irgendein ein Mac? I've got to watch this porn suit. Okay. Sie hat, oder sie oder er, na, wahrscheinlich sie hat einen porn suit, auf dem sein Name steht. So. Also insofern ist es eine freundliche Einladung, mal eben rauszugehen. 1869, dann probieren wir das doch mal aus. Eine von den beiden Türen. 1869. Nein. Dann nehmen wir die andere Tür. 1869. Yay. Da ist sie. Tür öffnen. Linke Maustaste. Mal gucken, was wir hier finden. Noch ein Erste-Hilfe-Kit. Ein Wandregal. Das nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Blueprint.
Dann könnten wir noch mal was. Was nehmen wir noch mal Wasser? War eine Gepäcktasche. Hä? Ach so, okay. Ja, aber zwei brauche ich auch nicht. Nicht unbedingt, nee. Nehme ich das Erste-Hilfe-Kit mit? Jetzt auch nicht unbedingt, ne, oder? Oh, ein Spielhallen-Gorge-Spielzeug. Cool. Das ist geil. Ich glaube, dass wir hier auch nochmal einen zweiten Ausflug reinmachen können, müssen, sollten oder sowas. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass hier noch mehr zu holen ist. Das Bett scannen wir natürlich mal. Hatte ich nicht schon ein Bett eingescannt? Ist das ein anderes Bett? Ist ein anderes Bett, ne? Oh, das finde ich toll, dass es endlich Sachen gibt hier. Noch ein PDA. Und die Schirmmütze, auch cool. Hier habe ich jetzt aber nichts übersehen, ne? Okay, die PDA-Data lesen wir durchführen wir hier entweder nicht. Doch, das machen wir jetzt mal eben. Codes? Nee, sind keine. Gut, dann können wir ja. Na, da gucken wir mal. Das war Hagens Wilson. Okay, das ist definitiv Wilson. Nee, das ist Hagens. Und wir suchen Wilson. 18.06, da können wir mal ausprobieren. Es gibt gar keine Null. Okay, alles klar, da können wir uns das ja sparen. 22.11. Ja. Dann versuchen wir. Ja, nö. Das, nee, ist irgendwie. Macht keinen Sinn. Dreistellige wird es wohl nicht geben. Achso, das ist meine Sauerstoffflasche gewesen. Hier sind noch. Nein, keine Notizen oder so drin. Nöp, 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 nöp. So, da war mir drin. Schreibtisch, noch ein anderer Stuhl. Ich wollte mir alle Stühle angucken, weil ich letztens einen Stuhl nicht gescannt habe. Hier ist noch ein PDA. Okay, Betriebsprotokolle, auch zwischen Harrens und Wilkins. Die würde ich mir gerne in Ruhe später mal durchlesen mit euch. Nehmen wir noch ein bisschen Wasser mit, bis wir es wieder austrinken müssen oder wegwerfen, weil andere Sachen gerade wichtiger sind. Pornsuit MK2, das Poster müsste ich haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Nährstoffblock. Ja, es wäre jetzt schon schade, den jetzt schon zu essen, ne? So ein bisschen. Die Tür da sieht wichtig aus, aber da kommen wir anscheinend nicht rein. Gucken wir mal hier, ob hier noch was Neues ist. Nee, zusammengeknülltes Papier. Was haben wir denn hier? Den können wir nicht aufnehmen. Schade. Ja, noch ein Medipack. Nochmal Wasser, aber das ist nicht so wichtig. Natural Selection, das Poster müsste ich ja auch schon haben. Ja, dann ist es doch mal an der Zeit, nochmal einen Feuerlöscher rauszuholen. Nicht, dass es gleich wieder aufflammt. Na, okay, ja gut. Noch ein Medipack, noch eine Batterie. Okay. Können wir mitnehmen. Noch ein PDA. Transgovernment Profile. Aber keine Codes. Wie gesagt, die würde ich mir gerne später dann durchlesen, mit euch zusammen. Das sind doch sehr viele. Moment, können wir nicht. Ne, können wir nicht. Dann machen wir das so. Noch eine Batterie auf. Alles, was ich hier aufnehme, muss ich später nicht craften. Das hat ja auch seinen Vorteil. Und da geht es aber nicht rein, ne? Oder ist da. Nee, ein Wrackteil, das ist lockt. Naja, bleibt da hinten diese Tür, ne, in die ich gerade nicht reinkomme. Es juckt mich so ein bisschen. Gucken wir mal, ob die. Aber das. Nee, es gibt ja keine Null. dann fehlen uns momentan noch Informationen dazu.
Oder die ist noch nicht richtig implementiert. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass hier alles im Spiel drin ist, was drin sein soll. Denn gehen wir hier mal runter. Vielleicht ist es ja auch dieser eine Datendownload, der mir fehlt. Mal ein bisschen aufmerksam mal gucken. Ach, jemand hatte mir mal vor... Wow. Krass. Wo kommt auf einmal die Musik her? Geschrieben, hier gibt es einen Geheimgang. Alter, hier gibt es einen Gang halt. Mittlerweile. Ach, hier liegt noch ein Feuerlöscher rum. Moment, dann... nehmen wir den noch mit. So, jetzt tauche ich ja doch wieder, wo ich die Sauerstoffflasche weggepackt habe. Die Musik ist ganz schön laut. Aber cool. Hier soll wohl eine Art Gang sein. Ist aber gar nicht so einfach jetzt gerade zu finden hier. Ja? Sieht cool aus. Sieht echt Foto. Foto. So, passt. Mal kurz auftauchen. Ah, so viel zu bauen, wenn wir zurück sind. Herrlich. Kann ich hier Sauerstoff kriegen? Ja. In der Tat. Glaube ich. Ich habe hier gerade Probleme, mich zurechtzufinden. Hat er mir mal was von einem Gang geschrieben, der hier sein soll. Der muss ja irgendwo hinführen. Ich sehe ihn ja mal nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, in welche Richtung er führen sollte. Da können wir eigentlich den wegpacken. Nö, richtigen Gang sehe ich hier nicht unter Wasser. Oder ich stelle mich gerade zu doof an. Das kann auch sein. Ich verliere auch schnell die Orientierung gerade. Komme ich da noch rein? Ja. Aha. Okay, aber... Nee, aber man lässt mich wenigstens atmen an der Stelle. Dann gehen wir doch mal hier die Röhren entlang. Vielleicht kommt man hier aber Umwege irgendwo hin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ach was, schau mal an. Okay, hier geht es nicht weiter. Aber hier geht's rein. Wo sind wir denn hier? Waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Okay, jetzt mal in Ruhe umgucken. Ist gar nicht so einfach immer mit dem Wasserspiegel hier. Okay, hier brennt die Decke. Aua! Leute, ich bin im Wasser. Da sollte man sich nicht verbrennen. Kurz mal Luft holen. Ich hoffe, ich muss nicht so tief, so lange tauchen, weil ich ja gerade meine Sauerstoffflasche entsorgt habe. Datenterminal herunterladen. Sehr geil. Okay, Foto. Klick, klick. Ach, Inventar voll. Macht Platz, um das Signal aufzunehmen. Koordinaten, Rettungskapsel 12. Wie geil. Okay, ich habe hier direkt Koordinaten für eine Rettungskapsel bekommen. Die wird ja vielleicht wichtig sein. Wenn ich gleich ein Medikit aufbrauche, ist das auch nicht so schlimm. Obwohl doch, ich habe nur noch eins. Coole Musik, geile Geräusche hier. Richtig nett. Können wir hier irgendwas scannen? Wie gesagt, ich bin sonst immer zu schnell hier im Spiel. Dann mache ich mal lieber etwas langsamer. Okay, Schweißgerät. Hey.
Habe ich jetzt die Schweißgerät? 4. Das ist das Schweißgerät. Ach, ich will nicht das Schweißgerät haben, ich will den Lasercutter haben, Mann. Jetzt habe ich es auch noch richtig falsch vorgelesen. Okay, alles klar. Wir müssen nochmal kurz auftauchen. Was auch ganz gut, wenn ich die Batterie hier vielleicht leer mache, dann kann ich die gleich tauschen und habe ich wieder einen Inventarplatz voll. Man muss positiv denken. Ich gehe mal lieber jetzt wieder zurück. Ich verbrenne mich hier nochmal ein bisschen. Und wieder runter. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier hinter ist. Alter, das scheint ja eine Stelle zu sein, wo man sonst nicht so richtig häufig hinkommt. Sonst wäre ja nicht so versteckt mit diesem Gang. Vielen Dank für den Hinweis an einen Unbekannten. Ich habe deinen Namen nicht. Das ist jetzt 3 Wochen her oder zwei Wochen, wo du mir das geschrieben hast. Das habe ich gerade leider nicht parat. Aber ey, ich bin echt dankbar dafür. Dankeschön. So. Da ist es auf. Hier ist mehr. Dann hole ich nochmal Luft eben. Ich glaube, da wäre ich ganz gut beraten, wenn ich das so mache. Ja, ja, ja. Ich weiß. Das sollte ich nicht so oft machen. Okay. 22:11, ne? Shit. Codes. 1454 vielleicht nochmal. Okay, was haben wir denn hier? Hauptantrieb oder was ist das für ein ominöser Ring hier? Ah ja. Ah, hier ist ein PDA. Lab Access, da wird der Code drin sein. Da wird der Code drin sein. Ich bräuchte jetzt mal irgendwoher Sauerstoff. Sehr schön. Lab Access. Okay, wir können da auch rauf. Mal vorsichtig umgucken, wo es hier überall brennt. Also da muss ich aufpassen. Hier oben liegt sonst nichts rum. Die Tür da hinten dürfte zu sein. Und hier geht es eventuell raus. Ja, das könnten wir löschen. Das machen wir dann auch. Aber erstmal hier umgucken. Boah, die haben richtig viel gemacht in der Aurora. Der Hammer. Okay, Lab Access. If you need supplies, also wenn man irgendwie hier Zubehör braucht, PDAs, 6483. So, okay. 6483. Alles klar. Nochmal kurz Luft holen hier. Ich bereue es trotzdem nicht, dass ich die andere Sauerstoffflasche weggeworfen habe. Weil ein bisschen Essen und Trinken ist ja auch immer ganz gut zu haben. Datenterminal, wieder was herunterladen. Data Bank Corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been upgraded. Okay. Ich habe irgendwie eine neue Technologie bekommen, weil irgendwas auf meinem PDA nicht ganz in Ordnung war, eine Speicherbank. So habe ich das jetzt jedenfalls verstanden. Vielleicht kann ich jetzt auch die verschlüsselten Nachrichten, ich mache das jetzt doch mal so, lesen. Vielleicht, da war doch so eine verschlüsselte Nachricht. Oh komm, lass mich den doch scannen. Warum denn nicht? Schreibtisch habe ich schon. Inventar voll. Echt? Ich will den Müller mal mitnehmen. Oh, das kann ich auch mitnehmen. Das kann ich auch mitnehmen. Das kann ich alles mitnehmen. Dann müssen wir nochmal herkommen. Ja, dann müssen wir nochmal herkommen. Moment, ich will... Vorsicht, Strom. Okay, ich schlage vor, wir kommen hier nochmal wieder. Und ich gehe jetzt erstmal. Kann ich da ran? Kann ich das? Komme ich dann da hoch, wenn ich das gelöscht habe? Das ist ja die Frage. 3. Hey. Kann ich das von hier aus löschen?
Ach, das ist der zweite Ausgang, von dem ihr erzählt habt. Jetzt war er am was. Was klingt denn da so kaputt gerade? Komme nicht ran, ne? Ah, okay. Kommt ein bisschen aufräumen hier mal. Aha. Gleich mal nachladen. Okay, aber wo sind wir hier? Ach, das ist das. Da war ich, als ich das allererste Mal auf der Aurora war. Da bin ich, glaube ich, hier gelandet. So, ihr kommt weg. Den behalten wir erstmal, den Erste-Hilfe-Kasten. Ah, ich bin irgendwie festgepackt hier am Boden. Da bin ich hier gelandet. Was haben wir denn hier? Ne, das ist nur Optik. Dieses Geräusch gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Ich traue mich jetzt auch nicht zur Motte zu schwimmen. Das würde ich jetzt ungerne tun, glaube ich. Obwohl, dann hätten wir unser Platzproblem erledigt, ne? Okay, das versuchen wir in der nächsten Folge. Davor speichere ich aber mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Dann schwimmen wir in der nächsten Folge zur Matte. Dann baue ich den Kofferraum ein. Übrigens danke an Lydia Adams. Und au, ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen. Die habe ich versprochen. Ich hoffe, du guckst es auch bis zum Ende. Und zwar hat mir Elchauto 1 geschrieben, dass sein Kumpel Benedikt im Krankenhaus liegt nach einem sehr schweren Sturz mit dem Fahrrad. Und Benedikt, ich wünsche dir gute Besserung. Und ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video und komm bald wieder auf die Beine. Okay, so. Verdammt, das wollte ich am Anfang gemacht haben. Aber ich habe es nicht vergessen. Das ist immerhin etwas. Okay, so. Dann schreibe ich es nochmal in die Kommentare, dass er das auch mitbekommt. Dass er dann doch noch gegrüßt wird. Okay, so, dann wünsche ich euch was. Einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.